Verkehrsunfall auf der B437. Am frühen Freitagmorgen war ein Kippmulden-Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Berme geraten. Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt. Auf weichem Untergrund stürzte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite. Der geladene Füllsand ergoss sich auf ein Privatgrundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Fahrzeugführer einen Schock. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. Für die Bergung des LKW mit einem Kran wurde der Unfallort großräumig abgesperrt. Nach erfolgreicher Bergung des Fahrzeugs wurde die Strecke wieder freigegeben.